Tag, liebe Leute, hier bei Kühte Motorsport auf YouTube. Ja, wir stecken alle ganz kräftig in der Saisonvorbereitung für 2024. Heute haben wir ein schönes Video für euch, denn wir zeigen euch, wie man mit der Low-Budget-Variante oder zumindest mit einer kostengünstigen Variante hier ein schönes 020 Renngetriebe für den VW Golf baut. Der erste wichtige Punkt für ein Renngetriebe, das ist eine ordentliche mechanische Differentialsperre. Ihr seht hier die Differentialsperre von Wavetrack. Da haben wir vor 2 Jahren aber schon ein Video drüber gemacht. Da könnt ihr mal hier reinklicken, hier oben in den Link. Und das Thema können wir heute überspringen. Das haben wir nämlich schon mal alles gezeigt. Weiter geht es mit der Hauptübersetzung vom Getriebe. Da will ich nämlich erstmal ein Mysterium aufklären, beziehungsweise einen Fehler aufklären, der hier im Internet vorherrscht. Also, die Hauptübersetzung setzt sich aus der Zähneanzahl vom Endantrieb und hier unten, hier unter der Platte, von dem Triebling von der Nebenwelle zusammen. So, und bei den Golf 4 Getrieben, 75 PS, gibt es das DUW-Getriebe und das DSB-Getriebe. Und im Internet ist überall zu lesen, dass das DSB-Getriebe das kürzeste, ja, der kürzeste Achsantrieb auf der 020-Basis wäre, nämlich mit der 466er Achse. Kürzer sind nur Golf 2 Synchro oder auch vom Golf 2 Country die Getriebe, Hauptübersetzung. Aber siehe da, wir haben nochmal alles nachgezählt. Beim DSB-Getriebe haben wir ein Verhältnis von 67 Zähnen zu 15 Zähnen und das ist dann nur eine 44,67er Übersetzung. Das ist genauso kurz oder genauso lang wie von dem DUW-Getriebe. Das heißt, unser Standpunkt ist, eine kürzere Achsübersetzung gibt es hier nicht. Falls da doch irgendwas anders ist, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Das ist soweit unsere Erkenntnis, dass diese ganze Info aus den Foren zu der Hauptübersetzung nicht korrekt ist. So, kommen wir jetzt zu den Schwächen vom Getriebe. Wir haben uns damals bewusst für einen langen zweiten Gang entschieden, mit dem Hintergrund, dass man im zweiten Gang dann starten kann und somit beim Autocross viel Speed auf der langen Startgeraden aufbauen kann, ohne dann beim Schaltvorgang Zeit zu verlieren. Siehe da, was ist passiert? Gang zu lang, Motor zu schwach, sucht es euch aus. Je nach Streckenverhältnissen muss ich doch immer in der 1 starten, weil der zweite Gang dann zu lang war und somit passte das nicht. So, jetzt kommen wir zur Lösung. So, der zweite Gang auf der Eingangswelle ist hier immer ein Festgang. Wir haben uns jetzt hier für eine Einlasswelle hier vom 8-Ventiler entschieden. Da ist nämlich ein zweiter Gang mit einer 211er Übersetzung drin und nicht vorher mit der 19er Übersetzung. Und somit ist der zweite Gang jetzt viel kürzer. So, die Geschichte, ich zeige es hier vorne mal. Die Eingangswellen sind aber hier unten im Schaftbereich unterschiedlich dick. Das heißt, hier die 8-Ventiler-Welle, die war jetzt zu dünn, hier unten bei dem Durchgang von der Eingangswelle. Und hier haben wir jetzt hier unten uns eine Hülse gedreht, haben die eingepresst und verklebt, dann wieder das eine passende Lager eingesetzt, dass sie jetzt die 8V-Welle auch in das 16V-Gehäuse reinpasst. Man hätte natürlich auch einfach die Getriebehälfte vom 8-Ventiler jetzt nehmen können. Aber hier bei dem 16V-Getriebe ist das ganze Differential einmal eingemessen, das ganze Lagerspiel, das passt hier. Somit war es für uns der einfachere Weg, mit der Reduzierungshülse und einem neuen Lager zu arbeiten, ja, um so diese 8V-Welle auch im 16V-Getriebe fahren zu können. Den passenden zweiten Gang, den haben wir jetzt. Naja, wie geht es mit dem dritten Gang weiter? Das ist ziemlich simpel. Ihr seht hier ein neues Gangradpaar. Ganz frisch hergestellt von der Firma MTS. Die könnt ihr einfach aus dem Lagerbestand kaufen mit ganz verschiedenen Übersetzungen. Jetzt ist es auch fokussiert. Dritter Gang, 1,79er Übersetzung. Wie gesagt, einfach bei MTS mal im Shop schauen. Das Gangrad kostet 530 Euro. Das Gangradpaar wird sofort verschickt, passt am Plug and Play. Somit ist der dritte Gang auch jetzt schön pässig. Gerade überlegen. Der Drehzahlsprung laut Getrieberechner von Gang 2 auf Gang 3 liegt bei 1100 Umdrehungen. Das heißt, das ist ein sehr knackiger Ganganschluss, dass der Motor jetzt immer in dem Drehzahlbereich arbeiten kann, ja, wo er vollkommen im Saft steht. Und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil vom Video zum Thema Getriebe. Jetzt geht es um den vierten Gang. Wir haben nämlich den ehemaligen dritten Gang so umgearbeitet, dass er jetzt als vierter Gang funktioniert. Und haben das alles selber gemacht. Und wie das ging, zeigen wir euch jetzt. Und zwar haben wir jetzt die Innenverzahnung vom vierten Gang genommen, haben die einmal komplett abgedreht.
dass wir quasi nur noch wirklich ja, das Innenteil hatten und haben hier die Außenverzahnung vom dritten Gang genommen, die auch wieder pässlich abgedreht und hier verschrumpft. So, jetzt wird es technisch. Wir haben jetzt hier die Berechnung einer zylindrischen Pressverbindung. Hier ist halt wichtig, dass wir die Maße haben von der Narbe, von der Welle, dass wir halt ja, die Breite haben, wo wir halt dann die beiden Zahnräder verschrumpfen und vor allen Dingen auch das Schrumpfmaß, was wir nehmen. Hier sehen wir das Übermaß, 0,07, 0,08 Millimeter. Wir haben uns hier für die 0,08 Millimeter entschieden, haben unsere Daten hier einmal in den Rechner eingegeben, den findet ihr auch im Internet. Und siehe da, bla bla bla, wohin kommen wir dann? Wir haben hier bei dem übertragbaren Drehmoment maximal bei der Passung von 0,08 593 Newtonmeter, die wir jetzt hier mit der Schrumpfung übertragen können. So, wir werden noch mal ein, zwei Bilder davon jetzt einblenden. Ja, 593 Newtonmeter, so viel Kraft hat doch niemals ein 16V. Warum ist diese hochgewählt? Also, der 1,4er Motor hat bei mir 170 Newtonmeter an der Kupplung. Dann kann man diesen Wert erstmal überschlägig mal 2 rechnen, um das Drehmoment dann am Gangrad zu bestimmen. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr ins Plus, dann sind wir so bei 400 Newtonmeter. Und dadurch, dass wir jetzt beim Autocross unterwegs sind, dass wir tiefe Bodenwellen haben, dass die Räder mal in der Luft sind und unter voller Drehzahl wieder komplett einfedern, kann man nochmal so 200 Newtonmeter dazu rechnen, die dann von dem Rad auf das Gangrad übertragen werden. Das heißt, wir kommen da auf die 600 Newtonmeter maximale Belastung auf diesen vierten Gang. Das ist auch die Kraft, die jetzt diese Flächenpressung übertragen kann. Und somit sollte das auf jeden Fall laut Berechnung halten. Wird es nicht halten, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Und vielleicht könnt auch ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel Erfahrung und wie viel Expertise ihr mit dem Schrumpfen schon mal selber gemacht habt. So, dann fassen wir nochmal zusammen. Der Achsantrieb hat die 4-4er Übersetzung. Der zweite Gang hat jetzt die 2,11er Übersetzung. Der dritte Gang die 1,79 von MTS. Und jetzt der vierte Gang die 1,44er Übersetzung, was vorher Gang 3 war. Wer das jetzt nachbauen will zu Hause, der muss auf eine Sache achten. Der vierte Gang ist jetzt so groß im Durchmesser, dass hier das Gehäuse nicht mehr drauf passt. Da müsst ihr ganz, ganz viel mit dem Dremel nacharbeiten. Oder ich habe auch das Grobe erstmal mit der Flex vorgeschrubbt. Mal gerade schauen, hier die Lampe. Und zwar, da unten seht ihr es. Hier müsst ihr ganz, ganz viel Platz machen, alles freiräumen. Hier oben auch, dass dann der vierte Gang, der halt ganz hier unten vor dem Lager sitzt, dann auch wirklich vom Durchmesser reinpasst. So. Das Getriebegehäuse, das säubere ich jetzt nochmal ganz ordentlich, dass die ganzen Späne da rauskommen von der Nachbearbeitung. Dann ist das Getriebe fertig, das bauen wir jetzt ein. Dann kommt das an den Motor. Der wartet da hinten. Auf seinen Einsatz, das Video kennt ihr auch schon. Und dann sehen wir uns gleich hier mit dem ersten Start vom Fahrzeug. Beziehungsweise mit dem ersten Start vom Motor natürlich. So, der letzte Punkt zum Thema Rennvorbereitung. Dennis und Kevin waren am Wochenende in Sachsenberg am Rotmotodrom zum Testen von ihrem Golf. Da ist ja der neue 8-Ventiler, der 1,8er reingekommen mit dem Querstromkopf. Die fahren auch ein 0,20-Getriebe, in dem Fall aber mit einem Clown geschalteten Gangradsatz von Drent. Und wie sich das anhört, das könnt ihr euch jetzt mal hier kurz anschauen. Thank you.
So, wie ihr seht, bei dem Motor passt wirklich alles. 211 Newtonmeter da an der Kupplung, das kurze Trendgetriebe, da sitzt jeder Gang, da passt jeder Gang, der Clown geschaltet ist. Das ist wirklich mega geil. Das soweit zu dem Klasse 4 Golf, aber jetzt geht's weiter hier mit dem Klasse 1 Golf. So, liebe Leute, 12 Stunden später nach dem Video von vorhin. Der Motor ist eingebaut, das Getriebe ist eingebaut. Die Werkstatt sieht aus wie Sau, ich sehe aus wie Sau. Aber es sieht jetzt alles nach dem First Run aus. Wir haben jetzt die Zündkerzen einmal ausgebaut. Kollege Michel vom Kneider Racing Team sitzt im Auto. Das heißt, wir bauen einmal Öldruck auf. Amigo, ihr seht die große... Dann drücken wir die Startknopf. Jetzt hoffen wir mal, dass die rote Lampe irgendwann ausgeht. Lass mal gut sein. So, das klappt soweit schon mal nicht. Wir gehen jetzt erstmal auf Ursachenforschung. So, die Ursachenforschung ist vorbei. Welches Resultat haben wir? Einfach orgeln. Man muss den Anlass nur länger drehen und siehe da, die Lampe ist aus. Öldruck haben wir. Kerzen rein, Stecker dran und dann yalla, first start. Ein kurzer Blick auf den Tacho, ein kurzer Blick auf die Uhr. Wir haben nach Mitternacht für den Nachbarschaftsfrieden. Schauen wir jetzt nur einmal kurz, ob der Motor anspringt. Wenn er läuft, werden wir den auch sofort wieder ausstellen. Der Motor wird jetzt klackern, weil die Hydro-Stößel noch keinen richtigen Öldruck haben, beziehungsweise sie haben sie noch nicht komplett ausgefahren. Das heißt, das Ventilspiel ist noch nicht hergestellt. Das heißt, jetzt nicht verwundern, wenn der Motor erstmal sehr rau klingt. Hier ist doch alles neu, hier muss jetzt erstmal alles neu einlaufen. Aber genug erzählt, wir gucken mal kurz, ob der Motor jetzt anspringt. Das Ding ist noch kalt hier, am Ventildeckel als auch am Auspuffkrümmer. Wir wissen jetzt selber nicht, was passiert. So, dann Hauptstrom, Spritpumpe. So, jetzt ist auch Druck da. Und los. Ja, bei der dritten Umdrehung läuft das Ding. Achso, das war's jetzt schon. Ja, das war's jetzt schon. Das habe ich jetzt auch gerade. Hä? Ist es kaputt gegangen oder was? Ich habe gedacht, wir können wenigstens noch so eine Sekunde länger. Nee, das soll dann schon reichen, liebe Leute. Ja, morgen, wenn es wieder hell ist, am heiligen Sonntag läuft das Ding wieder, keine Sorge. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hier hat alles funktioniert, das ist wunderbar. Lasst euch mal ein bisschen Liebe hier bei dem Video unten in der Kommentarspalte oder mit einem Like oder mit einem Abo auf dem Kanal. Und ich habe genug erzählt. Bis bald. Haltet den Hart. So, liebe Leute, so kann ich euch aber nicht aus dem Video hier entlassen. Der Motor lief jetzt eine halbe Stunde die letzten Tage. Der ist jetzt gerade auch warm und ich würde sagen, einen kurzen Soundcheck vom 16V, den gönnen wir uns nochmal. Dazu. Ölwechsel ab auf den Prüfstand und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!